So, hier von der Seite und da kommt Licht. So, jetzt zoomen wir mal ein bisschen raus. Ihr seht schon, das sieht erstmal nicht schlecht aus. War gar nicht viel Arbeit, ging ganz schnell. So, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist denn das jetzt? Woher weiß ich denn, wo Licht und Schatten ist? Ich habe jetzt einfach angefangen, gesagt, so, da und da ist Schatten. Das kommt jetzt vielleicht erstmal willkürlich vor. So. Das ist eklig. Ah, hier ist die Sonne. Genau da. Die Sonne strahlt. 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 Ja, ich tue jetzt mal, als wäre ich 5 Jahre alt und noch im Kindergarten. Nein, doch, ja, doch. So, Sonne strahlt. Okay, das ist ziemlich einfach zu verstehen. Die Sonne strahlt und kommt hier, da auf und da und da und da und hier auf der Kugel auch. Da so. Und hier auf den Schuhen auch. Solche kleinen Tricks könnt ihr euch vorher, also es ist ja auf einer Ebene, die kann man ja an- und ausmachen, kann man hinterher löschen. Das könnt ihr vorher machen, wenn ihr Angst habt, dass ihr während des Bildes mit dem Licht und dem Schatten durcheinander kommt. Dann überlegt ihr euch, macht ihr euch nur eine künstliche kleine Sonne da rein und dann überlegt ihr euch, wo kommt das Licht überall auf, wo kommt das hin, und dann habt ihr auch überhaupt keine Schwierigkeiten zu wissen, wo Licht und Schatten ist. Denn wenn man das durcheinander bringt, dann sieht das total komisch aus, weil es geht einfach nicht, dass irgendwie da Licht ist und dann plötzlich hier, außer man hat eine zweite Lichtquelle. Also so, das sieht ganz komisch aus. So. So. Also, immer noch keine Fragen? Alles verstanden? Wow, es ist so einfach. Gut. Soll ich einfach weitermachen? Ja? Okay. So, was soll ich als nächstes machen? Die Haare? Okay, nur die Haare. So. Ui, die Haare sind natürlich etwas umfangreicher mit der Maskierung. Also. So. Ihr seht, ich benutze hier wieder das Polygon-Werkzeug, um eine Maske zu erstellen, damit. Das ist nämlich viel einfacher, wenn ich nachher mit dem Pinsel male, dass ich nicht die ganze Zeit über die Außenlinie drüber male und dann mit dem Radiergummi radiere und dann wieder reinmale und dann wieder rüber male. Viel hin und her, so geht das viel schneller und einfacher. Wenn man es ganz genau machen will, das wollte ich jetzt nicht. Wenn man es ganz genau machen will, dann. Hey, wo bin ich? Hey. Das ist der Vorführeffekt, ja, okay. Wenn man es ganz genau machen will, dann kann man natürlich näher reinzoomen und das ganz genau auf die Linie machen. Das mache ich normalerweise natürlich auch. Aber dann bin ich erst mal 2 Stunden damit beschäftigt, alles zu maskieren. Und so viel Zeit haben wir heute nicht. So. So. Nee, nee, nee. Bei den Haaren, da komme ich gleich zu, ist es wichtig, dass man versucht, die Struktur der Haare beim Kolorieren mit in Betracht zu ziehen. Schließlich sind die Haare keine Plastikoberfläche. Ist jetzt ein bisschen blöd hier, aber das müsst ihr darüber. Das versucht mich zu ärgern. So. Suchen wir eine Füllfarbe aus. Hat jemand einen Vorschlag? Lila, okay. Ein dunkles, ein kräftiges oder ein mattes? Matt? Okay, matt. Matt, matt, Schachmatt, genau. So, wie das da? Heller. So? Okay.
So. Ihr seht, ich habe nicht sauber markiert. Ich habe hier überall ein bisschen drüber geschlunzt. Ihr werdet mir das mal nachsehen müssen. So. Bin jetzt mal so frei, hier die Reste eben wegzumachen. So, bin ich da? Ja, da, da, da. Das wollen wir gar nicht. Und das da auch nicht. So. Gut. Jetzt mache ich die Ebene zu. Okay. Dann suche ich eine Schattenfarbe aus und dann mache ich das wieder so wie vorhin. Ich denke, hier nehme ich wieder so einen etwas bräunlichen Ton. So. Ich kann euch ja mal vorführen, wie da komisch das aussehen würde, wenn ich die Ebene jetzt nicht multipliziere. Ich nehme jetzt hier mal meinen Pinsel. Ist da. Ja, genau. Ich nehme jetzt hier meinen Pinsel. So. Ich nehme also meinen Pinsel. Und wenn ich jetzt die Schattenfarbe so mache, dann sieht es total komisch aus, weil die Farben überhaupt nicht zusammenpassen. Oder nur schwerlich. Wenn ich jetzt aber die Ebene, wie ich es vorhin gemacht habe, auf Multiplizieren stelle, dann mischen sich die Farben. Jetzt finde ich das immer noch zu dunkel. Da Bild anpassen, ja, Farbton und Sättigung. Dann mache ich mir das Ganze einfach ein bisschen heller. So, so, so ist gut, genau. Und dann nehme ich die Pipette. Und dann habe ich diese Farbe, die finde ich gut, die mag ich. Ist das nicht die gleiche? Na, egal. So. Ich fange also an, so ein bisschen strähnig hier Schatten zu setzen. Erstmal etwas willkürlich. So. Ah, es will nicht so, wie ich will. Okay, so ist gut. Normalerweise zeichne ich nicht mit dem Tablett auf dem Schoß, sondern auf dem Tisch. Da geht das ein bisschen einfacher. Das ist da nicht ganz so schwer. So. So. Also ihr seht schon, ich versuche hier so ein bisschen mir vorzustellen, da oben ist meine Sonne. Wo ist ungefähr der Schatten und wo könnte noch Licht drauf fallen? So, das sieht jetzt alles etwas unordentlich aus. Das macht aber gar nichts. Ich nehme jetzt wieder meinen Radiergummi. Wie groß? Ist das zu klein? So, und jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran. Vielleicht noch ein bisschen näher. So? So vielleicht? Ja, so ist gut, genau. Und dann mache ich das einfach ein bisschen sauber hier. So. Ups. Ihr werdet sehen, wenn ihr das zu Hause nachmacht, dass es euch leichter fällt als mir hier mit der Tablett-Akrobatik. So. Und wenn ihr das ein paar Mal übt, dann geht das so in Fleisch und Blut über, dass ihr das quasi im Schlaf könnt. So. So. Wenn ihr Fragen habt, dann schreit ihr, ne? So. Ah, was war das denn? So. Das Schöne ist jetzt, ich habe ja hier meine Maske und wenn ich hier so wild rumwusele mit dem Pinsel, dann bleibt alles schön da, wo es hingehört und nichts schmiert sich da am Rand drüber. Weil wenn man erstmal anfängt, über den Rand zu malen, dann muss man hinterher ganz präzise mit dem Radiergummi am Rand rumradieren und das ist ein einziges Ärgernis. So.